Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online. Ja, ihr wundert euch, heute ist Samstag, wieso kommt heute ein Video? Ja, weil ich habe mir gedacht, kurz vor, also am Silvesterabend oder beziehungsweise Silvester, noch eine GTA-Folge. Dadurch, dass ich leider keine Zeit habe, um einen Livestream zu machen, dachte ich mir, machen wir heute nochmal eine Folge. Und es gibt zwei fette Überraschungen für euch. No, sagen wir mal drei. Erstens, ich habe komplett jetzt aus Auto getuned von Fast and Furious die beiden Nissan Skylines, einmal vom vierten Teil und einmal vom zweiten Teil. Und die Besonderheit an diesem Auto ist, ich habe sehr lange danach gesucht, auch beim zweiten Teil ging das ziemlich fix, aber jetzt bin ich verwirrt. Was soll das? Ich muss nochmal aussteigen. Denn normalerweise, hier, das ist das Original Nummernschild von Fast and Furious im vierten Teil. Aber und im zweiten Teil habe ich normalerweise auch gehabt. Warte mal, wir können ja mal mit dem hier schnell mal in die Tuning-Werkstatt fahren. Denn ich habe vom zweiten Teil und vom vierten Teil die Nummernschilder rausgesucht. Habe extra mir den Film angeguckt, um auch wirklich sicher zu gehen, dass das die richtigen Dinger sind. Warte mal, das war der hier. Genau. Und das war's auch schon. Raus zur Garage 1 natürlich. Und es gibt noch eine weitere Überraschung. Das Nummernschild von unserem großen Boliden hier hinten werde ich auch noch raussuchen. Von den schwarzen Ungetüm. Aber wir fahren jetzt mal raus und ihr werdet gleich eine Überraschung sehen, die man so nicht gedacht hätte. Also ich bin sehr überrascht. Hätte ich echt nicht erwartet, dass das passiert. Wir haben wieder Schnee. Aber so, aber bevor sie uns alle hier killen und niederschießen, werden wir noch was gucken gehen. Oh, und da lang. Weil bevor jetzt, die haben jetzt hier wieder ein neues reingemacht, dann müssten ja wahrscheinlich vielleicht sogar Feuerwerk drin sein. Wir können ja einfach mal gucken. So, Waffen. Nein, Feuerwerk ist nicht dabei, außer halt die Standard-Dings. Ja. Leider. Schade, ich hätte mich gefreut, muss ich ehrlich sagen. Okay. Wir können, ja, ich weiß. Hier sind nur Panzerungen. Aber nein, leider gibt es keine. So. Na komm, jetzt habe ich den gekauft. Nein. Ah. Na egal. So. Was machen wir heute? Ich dachte, wir fahren heute mal ein bisschen rum, noch ein bisschen mit dem geilen Nissan Skyline. Oh. Oder wollen wir eine Mission machen? Wir haben jetzt. Es sind 27 Spieler drauf. Das wird ziemlich hardcore. Aber ich kann euch noch was zeigen, was wir jetzt. Ah, ich habe eine Idee. Pass mal auf. Fahrzeuglager. Wir fahren mal zum Fahrzeuglager. Und ihr habt sicher gesehen. Ah! René, warte mal. Mach das nochmal an. Nein, mache ich nicht. Die anderen jetzt. Hä, was will er jetzt von mir? Ihr könnt ja auf mein Geld mal oben rechts gucken. Hammermäßig. Ich habe kein Geld mehr. Alles ausgegeben. Und es überrascht mich echt, dass wir wieder Schnee haben. Muss ich ehrlich sagen, also hätte ich nicht gedacht. So, fahren wir mal nach links rum. Büro will ich nicht. Die ganzen Einladungen immer, die nerven auch ziemlich. Gut. Na komm schon. Gehen wir mal rein ins Auto. In die Garage, ins Auto. Ich bin nicht doof. So, gehen wir mal rein.
Und ihr werdet gleich sehen, was wir haben. Wir haben, ja, was soll ich euch sagen? Erstmal gute Autos. Also wir haben gut rammelvolle Autos jetzt. Die Garage ist noch nicht komplett voll. Missionen habe ich jetzt bis jetzt. Alle Spezialmissionen haben wir gemacht. Außer vielleicht eine, aber die war öde. Und naja, hier, also das sind unsere Autos. Die sind alle schön abgedeckt. Ja, alle abgedeckt. Gut. Aber ja, ihr ahnt es sicher schon. Wir haben Spezialfahrzeuge. Und ich habe mir die Freiheit genommen. Warte mal. Ach so, das leuchtet sogar, wenn ich quatsche. Nicht schlecht. Ich habe mir die Freiheit genommen, alle Fahrzeuge zu kaufen. Hier. Voll getuned. Ich habe ihn so ein bisschen gelassen wegen Kit und so. Auch die Reifen habe ich so ausgewählt, dass es quasi so aussieht wie die Originalreifen von Kit. Den habe ich nicht ganz getuned. Den habe ich getuned. Das ist auch einer meiner Favoriten momentan in den ganzen Spezialfahrzeugen. Und natürlich Kit habe ich getuned. Den habe ich nicht getuned. Obwohl ich muss sagen, Hardcore-mäßig, weil der ziemlich schnell kaputt geht. So, aber wir fahren ein bisschen um Kit rum. Zerstören noch ein paar Autos. Und dann schauen wir mal weiter. Ne, dann schauen wir nicht weiter. Also wir fahren jetzt ein bisschen rum, töten noch ein bisschen, dann war das die Spezialfolge heute von GTA Online. Ich frage mich auch, ob ihr. Was ist das jetzt? Was soll das? Und gehen wir nochmal rein. Was das jetzt sollte, habe ich keine Ahnung. Aber wieso konnte ich Kit nicht nehmen? Da fahren wir ein bisschen mit dem LKW rum, wa? Obwohl der ziemlich assi zu steuern ist. Ja, dann fahren wir ein bisschen mit dem LKW ganz kurz rum. Wenn er jetzt hier mal fertig geladen hat. Komm schon. Ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen Battlefield aufnehmen, aber ich habe momentan so eine schlechte Map gekriegt. Da hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Verkehrssens kracht. Wie denn das hat das weiß? Dann Verkehrsmittel ein versucht die Regierung, die daran zu vermiesen. Ja. Ja, und ich wünsche euch allen natürlich noch einen guten Rutsch. Und natürlich schönen Feiertag. Beziehungsweise nicht so viel Party machen natürlich. Passt auf euch auf. Ja. Und habt eine Menge Spaß am 31. September, Dezember. Lasst das richtig knallen, wenn ihr wollt. Also silvestermäßig. Und dann fahren wir mal. Warum klauen wir die Lieferung? Alter, der Schnee, ne? Ah, der geschafft. Ja, wir wollten ihn auch nur ein bisschen Angst machen, ne? Also, hey, ich hätte jetzt nicht die Lieferung versaut, das ist ja gemein. Nein, natürlich. Gehört dazu, das gehört zu GTA. Auch wenn ich mich auch immer aufrege, wenn das einer macht. Aber wir sind heute mal Spielverderber, nicht mehr die anderen. Wir hätten ihn auch erwischen können. Aber wir gehen mal auf die andere Seite zurück.
Sag mal, wir fahren mal in die Stadt, wa? Okay. Oh, was mache ich denn, Alter? Kugeln und Explosivgeschosse. Ja. Ich habe mich total verdrückt gerade. Aber ist ja nicht schlimm. So, einer haben wir zerstört. Und weg mit dir. Heute würde ich mal sagen, räumen wir mal richtig die Bude heute auf hier. Kann ja nicht wahr sein. Guck mal, Fahrzeuge können wir in 4 Minuten erst wieder. Okay. So. Wir brauchen ein Auto. Wir brauchen ein Auto. Alter. Nee, da nicht lang, sonst werden wir getötet. Ich glaube, er kotzt jetzt gerade richtig ab, der Typ. So, wo lang? Heute ist nicht mein Tag, heute ist nicht mein Tag, Alter. Ja, er verfolgt uns. Okay. Dann machen wir mal was. Ich habe viel zu viele Waffen. Oh nein. Das nennt man Fluchtmöglichkeit. Richtig gut. So. Geht doch. Und er schießt auf uns? Gut, einmal rum hier. Rum. Boah, Alter, im Schnee zu fahren, ist so assi. Hat er jetzt wirklich gedacht? Oh, so ein Idiot. Aber macht Spaß, von anderen zu flüchten, macht doch mal richtig Laune. War ja klar, dass er gegen mich fährt. Halt die Schnauze. Oh, jetzt bin ich. Nein, das hätte ja klappen können. Ich weiß, das war total assi von mir, aber musste sein.
So. Boah, jetzt das geht die Bullen, Alter. Da fährt der Typ absichtlich bei mir rein, Alter. Das ist doch. Oh, die Alte. Das ist doch hammermäßig. So. Wir gucken mal, ob wir ein neues Auto bestellen können. Ah, ein paar Sekunden. Nehmen wir. Na komm, nehmen wir wieder den hier. Kit. Aber das dauert wohl noch. So. Mann, ey. Wenn wir schon Stress machen, machen wir richtig Stress. So. Aber wir sind gleich tot. Durch die Bullen. Aber naja. So. Rum. Ah, war ja klar. So. Jetzt müsste es aber klappen. Warten wir kurz, wo er respawnt. Hammer, ne? Hammer. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Total bescheuert, Alter. Scheiß Bullen, ey. Die gehen auch einen richtig auf den Sack manchmal. So, Auto, da wurde zurückgebracht. Ah, toll, jetzt kann ich wieder 4 Minuten warten, nur um die scheiß Kiste zu kriegen. Das ist doch zum Kotzen, Alter. 5 Minuten sogar. Mann. Und ich habe noch nie mal ein Auto hier. Oh, so ein Dreck heute, Alter. So, Leute. Aber das war's für diese Folge, würde ich mal behaupten. Jetzt wir hatten gut Spaß gehabt eben. Aber naja. Auf jeden Fall wünsche ich euch natürlich einen guten Rutsch. Macht nicht so doll. Wir sehen uns beim nächsten Mal, im nächsten Jahr wieder. 1. Januar natürlich, da werde ich auch einen Livestream machen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht nicht so doll und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und vergesst natürlich nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und im letzten Video bitte nicht vergessen zu kommentieren, welches Auto wir tun wollen. Und ganz wichtig natürlich, bin ich mal gespannt. Ciao, auf Wiedersehen.